denke ich mal. Ja, ja, klar. Ja, ich denke mal schon. So, was ist das denn? Was ist das denn? Ach so. Ja, das ist so ein Teil, das kann man hier, glaube ich, reinstecken. Hier irgendwo? Nein? Nein? Hier. Okay. Wir brauchen aber noch eins für die andere Seite. Verdammt. Dann mal auf. Gehen wir alles suchen. Das ist übrigens Qualen. Ich sage euch mal, was passiert, wenn man sie berührt. Dann passiert das. Ja, sie tun wenig. Berühren, fertig. Warte mal, das ist falsch. Hier sind wir hergekommen. Hier lang. Ich weiß nicht, ob das irgendein... Ja, das macht einen Unterschied. Und zwar sind hier dann Haie. Also bei Gegnern gibt es immer diesen Kreis. Diesen Halbkreis. Diese zwei Halbkreise. Und erst wenn es rot wird, hat man den Gegner im Visier, dann kann man schießen und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass man den Gegner trifft. Wenn es grau ist, dann ist der Gegner außer Reichweite und dann ist halt wahrscheinlicher, dass man ihn nicht trifft. Ja, stirbst du vielleicht auch mal. Ach, ich hab Pistolen ausgerüstet. Das erklärt so einiges. Wieso habe ich denn der Pistolen ausgerüstet? Habe ich die nicht eben umgewählt? Na egal. Aber man kann unter Wasser anscheinend auch mit Pistolen schießen. Also, Logik. Unter Wasser funktionieren eigentlich solche Waffen nicht. Na egal. Vielleicht sind sie ja neumodische, unglaublich. Next-Gen-Pistolen. Oh, 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 oh. Hau mir ja ab. Ja, ich schieße jetzt einfach mal mit Pistolen. Wir haben ja unendlich Schuss. Okay. Unter Wasser ist die Feuerrate aber scheißniedrig. Und ausweichen. Me is pro in ausweichen, dude. Kannst mir nix, Alter. Ist auch schön, dass das anscheinend zensiert wurde. Da kommt nur Qualm raus aus dem Gegner. Klar. Kein Blut oder so, sondern Qualm. Logisch. Sehr logisch. Da drüben finden wir, denke ich mal, den letzten Schalter. Dingen. Das Ding, mit dem man halt... da irgendwie was macht. So, Lichtsystem. Ich zeige euch mal das Lichtsystem. Ja. Das bringt jetzt gerade wenig, weil... Ja gut, so wenig eigentlich auch nicht. Aber ich kann auch alles sehen, also... lasse ich es aus. Weil ihr seht... das... Hä? Normalerweise sollte das eigentlich... Okay. Es hat anscheinend kein Licht verbraucht. In den früheren Teilen... gab's da, meine ich, eine Leiste, die ist halt leer gegangen, wenn man Licht an hatte. Von daher würde ich sagen, lasse ich das Licht einfach immer an, für den Fall, dass YouTube mal wieder irgendeine Stelle dunkel... Fraps ist dran schuld. Dass Fraps wieder irgendeine Stelle dunkler macht, als ich sie sehe, damit ihr wenigstens noch was erkennen könnt. Wenn es das Licht nicht auch so dunkel macht, dass man das Licht gar nicht mehr erkennt. Naja, egal. So! Wir drehen jetzt einmal alle Hebel. Okay, von drehen kann nicht die Rede sein. Wir ziehen sie raus. Ja, okay. Wir haben sie gerade reingedrückt und ziehen sie wieder raus. Okay. Wenn es weiter nichts ist, muss man das in der richtigen... Ach so, das ist ein Rätsel. Ja, ich dachte, ich muss einfach nur alle drücken. Ja, okay. Sehr schöne Lichteffekte übrigens. Schau euch das mal an. Ich find's geil. Also... ich denke mal, ich weiß, worauf es hinaus will. Wenn sich das alles gleich dreht. Ja gut, das ist nicht schwer. Das ist kein schweres Rätsel. Einfach, denke ich mal, so und... so. Oder? Ja. Sage ich doch. Okay. Die Titelmusik von dem Spiel ist einfach nur so episch. Ich liebe sie. Zu sprinten oder schnell? Ah, okay. Also wir sind jetzt die Meerjungfrau Lara und schwimmen so wie eine Leerjungfrau. Ja, Mischung aus Lara und Meerjungfrau. Also Lara ist die Leerjungfrau. Ja, wir können natürlich nicht unendlich so weitermachen. What? Oh, fucking hell, hast du mich erschreckt. Boah. Meine Güte, fucking hell.
Musst du mich so erschrecken? In diesem Spiel gibt es übrigens Quicktime-Events. Oh, ich liebe Quicktime-Events. Ja, die meisten werden mich jetzt sehr komisch finden und fragen, was? Quicktime-Events? Der mag Quicktime-Events? What the fuck? Ja, ich mag Quicktime-Events. Aber ich mache den Sound noch ein wenig leiser. Ich glaube, der könnte noch ein wenig zu laut sein. Ich mache es ja mit Sony Vegas, also mache ich ja den Sound falsch. Mache ich ja den Sound eh wieder lauter, von daher. Ja, so ungefähr. So, ein weiterer Schatz. Das sieht irgendwie weniger aus wie ein Schatz, sondern eher wie ein seltsames, keine Ahnung. Ja, es wird das, wenn es fertig ist. Ja, genau. Mach am besten Übungen. Ha! 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 Okay. Ja, man kann in Tomb Raider ziemlich viel machen. Das gehörte unter anderem dazu. Springen wir mal runter. Ja, ins Wasser wollte ich jetzt eigentlich nicht springen, aber egal. Es wäre epischer geworden, wenn du nur auf den Steinblock da drunter gesprungen wärst, aber egal. So. Raus aus dem Wasser. Wir können auch natürlich über Wasser sprinten, wenn ich nicht gerade das Fernglas nehme. Also, das hat man gerade schlecht gesehen. Das sieht dann so aus. Yay! Also, sieht ziemlich realistisch aus. Ziemlich geil gemacht. Crystal Dynamics. Genau, Crystal Dynamics. Nein, Crystal Dynamics hat da ein Gefühl für anscheinend. Und das war falsch. Ich glaube, ich muss sprinten und dann laufen. Ja, ist auch nicht irgendwie dasselbe. Nein, ich denke, ich muss sprinten und dann springen. Das hört sich so identisch an, deshalb dachte ich, ich hätte das schon gesagt. Das könnte aber schwer werden, weil die Tasten ziemlich nah nebeneinander sind und ich die nicht wirklich gleich drücken kann. Also gehe ich einfach mal davon aus, dass ich es nicht davor lasse. Ah, nur weil ich es nicht gleichzeitig drücken kann. Nee, die springt nicht wirklich weiter damit. Oh. Geht's da hoch? Sah so aus. Ja, tolle Kamera. Ach, hier geht's hoch. Alles klar. Also ihr müsst verzeihen. Ich stelle mich an manchen Stellen bestimmt ein bisschen blöd an. Obwohl die Lösungen wahrscheinlich offensichtlich sind. Und wenn ich die anderen Tomb Raider teile, Let's Play, würde es auch ganz besonders da so sein. Denn da sind Rätsel, die sind teilweise für mich unlösbar gewesen. Da habe ich einfach ein Safe Game geladen. Ja. Ich bin wirklich nicht der Beste in Rätsel lösen. Nach unten, denke ich mal. Ja. Ja, alles klar. Yay. Yay. Okay. Dann ergibt es auch wieder Sinn, dass der mir am Anfang so im Prolog gesagt hat, String drücken, um fallen zu lassen. Weil das war ja noch mit Ducken belegt. Und Ducken ist halt fallen lassen. Und das jetzt halt C. Alles klar, das ist ein Schalter. Will ich den drücken? Ja, komm. Also in Tomb Raider gibt es keine fiesen Fallen mehr. Wie in... ja. In Tomb Raider gibt es keine fiesen Fallen mehr wie in Tomb Raider. Nein. In den neueren Teilen gibt es keine so fiesen Fallen mehr wie zum Beispiel in Tomb Raider 1 oder 3. Also keine runterrollenden Tomaten oder Steine. War das gut? Wir machen die Ruinen kaputt. Das ist, glaube ich, nicht so gut, aber okay. Ja. Ah ja, Steinblöcke. Toll. Wo muss ich die jetzt hin tun? Ja. Und wo soll ich die hin tun? Das hast du mir jetzt damit immer noch nicht beantwortet. Ich schmeiß sie einfach ins Wasser. Nein, ich glaube, dann habe ich es verkackt. Dann darf ich neu laden oder so. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir können es ja mal... Nein, nein, ich riskiere es gar nicht. Kein Bock, das nochmal zu spielen. Also allgemein. Ach, da hinten. Ja, ich bin ein Fail. Ich bin ein Fail. Ja, das Spiel ist halt ein Fail. Was? Ach so. Ich dachte, ich müsste es da reinlegen. Okay, da drauf ist natürlich auch eine Möglichkeit. Du sollst es ablegen und nicht damit schlagen. Lara, du hast seltsame Ideen. Okay, dann jetzt, ja, das ist doch schon, oder? Ja, das ist schon aktiviert wegen der unterfallenden Plattform. Dann jetzt hier noch irgendwas? Was müssen wir denn jetzt noch machen? Da fließt an beiden Seiten Wasser. Dann würde ich sagen, ja, haben wir es doch schon geschafft, das Rätsel, oder nicht?
What the hell? Ja, genau. Lauf die ganze Zeit, das wäre am besten, aber sie tut's einfach nicht. Nee, das bringt irgendwie auch nichts. Hallo, was muss ich machen? Ich bin gerade ziemlich gefragt. Nein, gefragt ist das richtige Wort? Habe ich jetzt die richtige Wortwahl gefunden? Na egal. Wo bräuchte ich denn noch eins? Bräuchte ich denn noch einen Steinblock? Sag mal. Ach, ich soll wahrscheinlich den Hebel jetzt erst drücken. Ja, natürlich. Ja, dann ist sie gut. Ja, die Tür geht. Die Tür. Ja, das ist eher wohl ein Tor. Unglaublich. Die Schnitzereien ähneln germanischen Arbeiten, sind aber wesentlich älter. Nie im Leben 5. Jahrhundert.